Fauholt. Sie sind gebürtiger Däne und sind jetzt Werksleiter hier in Ammerland in Edewecht. Und jetzt können Sie mir hier als Werksleiter natürlich ja, mal alles zeigen, oder? Ja, gerne. Wo kommt die Milch an? Die Milch kommt hier rein, dann fährt die hier in die Milchannahme rein, hinten die vier Tore da. Und da wird alle Milch abgeladen. Da kommen ungefähr 120 LKWs pro Tag mit so zwischen 3 und 3,5 Millionen Liter Milch. 3 bis 3,5 Millionen Liter. Ja. Und was wird dann aus der Milch hier speziell gemacht? Wir machen hier Käse, verschiedene Sorten von Käse. Wir machen dann auch von Überschuss Rahm machen wir dann auch hier Butter. Dann gucken wir uns das mal an. Ja. Wie viele Mitarbeiter haben Sie hier insgesamt im Werk? Insgesamt im Werk haben wir ungefähr 550 Mitarbeiter. Jetzt gehen wir in das Allerheiligste, wo Produktion stattfinden kann. Jetzt zum Butter gemahlen, Buttermilch weg und dann wird Butter da verpackt. Aber wenn ich das da unten mir anschaue mit den großen Kontrollmonitoren an der Wand, also das wird Käse und Butter wirklich auf Hightech-Niveau gemacht, oder? Ja, die meisten Prozesse sind ja automatisiert zu einem hohen Grad, aber wir brauchen ja weiterhin dass Fachleute, der die Prozesse beobachten. Deswegen haben wir die Schirme so, dass die mehrere Sachen gleichzeitig beobachten kann und nicht ständig hin und her laufen. Gut, gehen wir mal zum Käse. Jo. Wir nennen das K2, Käserei 2. Die Käserei kann 60.000 Tonnen Käse im Jahr herstellen. Also was ist das für ein Käse? Ist das hier das Schnittkäse? Ist hier, oder? Das ist Schnittkäse. Wir machen hier einen 15 Kilo Block. Der Block wird dann geteilt und wird dann in Scheiben geschnitten. Diese 10 x 15 cm Scheiben, das ist typisch für deutsche Einzelhandel. Und hier drüben haben wir Salzlage. Ah, oh, das sieht er. Hier fährt das Käse nach Presse im Salzlager rein. Ach. Da liegen ständig hier 600 Tonnen Käse und wird gesalzen. Die liegen hier für 2 Tage und dann hat das Käse den Salzgehalt bekommen, das er haben muss. Wir machen hier kein naturgereifter Käse. Wir machen nur foliengereifte Käse. Das bedeutet mehr Käse, der geeignet ist für Weiterverarbeitung, entweder bei Pizzahersteller oder als Scheibenware. Ja. Also nicht mit Rinde. Jetzt stehen wir hier sozusagen an der Käsetheke von Milram und dem Deutschen Milchkontor. Das ist eure Produktauswahl, richtig? Das ist ein Teil unserer Käseproduktauswahl. Wir haben klar auch viele frische Produkte. Das hier ist Thekenware, das ist Käsebrote. So, und wenn ich es mir aussuchen kann, Herr Werkleiter, bitte Kümmel. Ja. Große Familie, ich würde sagen 400 Gramm. So, Pi mal Daumen. Wie viel ist so eine ganze Packung? 1,4. Ja, dann kommt das hin. Cool. Ja. Super. Ja, danke, Herr Fauholt. Vielen Dank. Und mit offenem Mund spricht man nicht, aber mit eurem Käse geht das, oder? Ja, selbstverständlich. Alles Gute weiterhin. Teilweise.